Hier in dieser Frage werden wir gefragt, wir sollen nennen Probleme der fortschreitenden Industrialisierung. Probleme der fortschreitenden Industrialisierung und zwar für die Arbeitnehmer und natürlich sind ja auch gemeint die Arbeitnehmerinnen, ne? Für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Probleme der fortschreitenden Industrialisierung und wir sollen diese Probleme, die sollen wir nennen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal deutlich machen, was man gar nicht genug deutlich machen kann, nämlich, dass es im Wesentlichen in der Prüfung zwei wichtige Begriffe gibt, nämlich einmal nennen Sie und zum Zweiten erläutern Sie, gegebenenfalls beschreiben Sie. Ist im Prinzip das Gleiche. So, wenn wir gefragt werden, nennen, dann reicht es, wenn wir uns ein paar Spiegelstriche machen oder dicke Punkte, was immer Ihnen da gefällt, und wirklich nur ein paar Stichworte notieren. Wenn das heißt erläutern, müssen wir ganze Sätze und Beispiele geben. So, was ist das Problem fortschreitender Industrialisierung? Und das Erste, was hier in der Lösung angeboten wird, heißt monotone Arbeit. Ich persönlich setze das mal in Klammern, weil ich vermute, dass die Leute, die das hier geschrieben haben, so richtig seit vielen Jahren keine Fabrik oder keine Produktionsanlage mehr von innen gesehen haben. Monotone Arbeit war der Aspekt, als wirklich die Industrialisierung, die Taylorisierung kam, also pro Handgriff ein Arbeiter, das war sehr monoton. Das sieht heute schon wieder anders aus, aber schreiben Sie es hin, schreiben Sie es hin. Es steht hier auch im Lösungsvorschlag monotone Arbeit. Dann hoher Leistungsdruck. Das kann man sicher sagen, der Leistungsdruck hat zugenommen. Dann Angst, und zwar Angst vor Verdrängung. Angst davor, durch eine Maschine verdrängt zu werden und kaum zwischenmenschliche Beziehungen. Kaum zwischenmenschliche Beziehung oder abnehmende, man könnte auch sagen abnehmende. Über diese Punkte kann man streiten und da gibt es Leute, die Gegenpositionen einnehmen und sagen, es muss aber doch nicht sein und man kann so und so. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Es geht darum, zu sagen, was solche Probleme sein können. Ja, und wir sehen, wir haben hier vor allem das Wort laut Lösung, ja, wir haben vor allem das Wort Industrialisierung verbraten. Industrialisierung, monotone Arbeit, Industrialisierung, hoher Leistungsdruck, weil hohe Produktivität gefragt ist. Industrialisierung, Angst vor Verdrängung. Das hat mit Industrialisierung und mit diesem Fortschreiten zu tun. Das ist hier dieses Element. Ja, und auch W abnehmen, wenn ich sage abnehmende, dann ist das auch abgeleitet aus dem fortschreitend. Ja, so generiert man Lösungen. Darum geht es mir jetzt hier bei dem Video. Nicht um Detaildiskussionen, was die einzelnen Punkte angeht, aber um zu zeigen, wie man Lösungen generiert, ausgehend von dem Grundprinzip nennen, das wir übersetzen in eine Struktur. Spiegelstriche, Sie dürfen auch Punkte nehmen, Sie dürfen auch von mir aus 1, 2, 3, 4, 5 oder so etwas schreiben. Ich rate Ihnen aus ganz bestimmten Gründen davon ab, 1, 2, 3, 4, 5 zu schreiben, aber können Sie, es ist nicht schlimm, wenn Sie es tun. Und dann aus den Worten oben in der Fragestellung die Antworten abzuleiten. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.